Vortrag, dem ich sehr viel Bedeutung gebe, weil in der Rheumatologie seit den 1980er, 1990er Jahren ja ein großer, großer Fortschritt in der Medikation geschehen ist, der uns mittlerweile erlaubt, die meisten Patienten, wie wir ja auch heute gelernt haben, sehr, sehr gut zu betreuen. Und ich freue mich sehr, lieber Hendrik, dass ich dich für den Vortrag gewinnen konnte, mit dem Überblick für die, ja, über den Dschungel der neuen Therapeutika, in der Hoffnung, dass du uns allen ein bisschen ein klareres Bild geben kannst, was es schon gibt, was es geben wird und wo deine Bewertung für die ganzen Therapien ist. Denn ich glaube, wir können im Alltag die diversen Antikörper, Kinasehemmer, mindestens wenn man sich nicht täglich damit beschäftigt, kaum noch überblicken. Und ich übergebe dir das Wort. Danke, dass du nach einer Sitzung, die du ja schon hattest, oder nach einer Vortragsveranstaltung heute für uns noch da bist. Und ich übergebe dir das Wort. Vielen Dank. Entschuldige ein bisschen die Verspätung. Ich hoffe, es ist für dich noch so okay. Alles gut, prima. Vielen Dank, lieber Martin. Vielen Dank, lieber Herr Popp, für die Einladung. Die erste Frage, hören Sie mich? Du bist Okay. gut hörbar und dein Präsentationsmodus ist aktiviert. Das heißt, so kann ich den Bildschirm lassen, dann seht ihr genau das, was ich sage. Prima, hervorragend. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, kurz vor dem herrlich, vor dem Mittagessen oder vielleicht sogar dem Sitzen draußen auf der Terrasse bei diesem herrlichen Sonnenschein und dem warmen Wetter einen Überblick zu geben über das, was in der Rheumatologie in den letzten 40 Jahren passiert ist, beziehungsweise das, was in der Zukunft passieren kann und uns jetzt regelmäßig mit Problemen der Gestalt überfordert, dass wir erstmal nachschlagen müssen, was das Wort bedeutet, was wir jetzt lesen, was irgendwie die therapeutischen Maßnahmen verändern sollen und dann gleichzeitig noch wieder nachschlagen müssen, was denn dieses Wort auch inhaltlich bedeutet. Das ist tatsächlich harte Kost zur Mittagszeit, aber wie ich den Martin kenne, hat er das mit Absicht so gewählt, weil er davon ausgeht, dass wir alle nichts anderes im Kopf haben als Immunologie rauf und runter. Und deswegen freue ich mich, dass du mir den Vortrag gegeben hast. Ich werde ihn aber nicht in der Gestalt jetzt ausufern lassen, dass wir hier wirklich ein Lexikon der Situation erarbeiten, wo wir sagen, das gibt's auch noch, das gibt's auch noch. Und ich werde auch nicht meine Bewertung jetzt zu den TNF-Inhibitoren oder sonstigen bekannten Medikamenten hier geben. Heute Morgen hatte ich einen Vortrag bei den Dermatologen zusammen mit Herrn Biedermann über Zukunft der Januskinase-Inhibitoren. Auch da werde ich kein Wort jetzt dazu sagen, weil das kennen wir ja alle, das kennen Sie alle. Und es ist, glaube ich, eher meine Aufgabe jetzt aus dem Sammelsurium der verschiedenen neuen Proteine und Ansätze, Ihnen vielleicht die eine oder andere Idee hier mitzugeben, die möglicherweise auch schon relativ weit fortgeschritten ist und jedenfalls Phase 2, vielleicht sogar Phase 3 Studiendaten hat, die uns dann demnächst auch betreffen können. Ich habe eine Anleihe gemacht an einen Vortrag von Herrn Professor Lorenz, der vor weniger Wochen hier in München unser Post-ACR-Meeting mit uns gestaltet hat und eine Reihe von von Beiträgen zu neuen Medikamenten aus dem ACR mitgebracht hat. Und da habe ich ihm ein paar von diesen Folien entnehmen können, wofür ich ihm sehr herzlich danke. Also der Überblick ist über den Dschungel der neuen Therapeutika. Ups, jetzt geht das nicht. Das ist der Dschungel und wenn man ganz genau hinguckt, muss man ehrlicherweise sagen, da sitzt jemand drin mit sehr scharfen Augen und sehr scharfem Hirn und einem ganz klare Vorstellung davon, wie es laufen soll. Und ich glaube, das sind wir alle, das sind Sie alle, das sind alle Rheumatologen, die uns jetzt Rheumatologinnen und Rheumatologen, die uns zuhören. Eigentlich letztlich muss ich sagen, wir überblicken alle den Dschungel, auch wenn die einzelnen Blätter vielleicht manchmal zu Pflanzen gehören, die wir noch nicht auf dem Schirm hatten. Aber das passiert ja selbst den Biologen so, die sich mal mit Zeit im Dschungel aufhalten und dann feststellen, dass es tatsächlich Pflanzen gibt, die noch niemand gekannt hat. Und ein bisschen versuche ich Ihnen den Überblick zu schärfen. Zunächst mal eine Offenlegung. Keine der Firmen hatte eine Chance, meinen Vortrag vorher zu sehen und infolgedessen auch keinen Einfluss auf das, was ich Ihnen heute mitteile. Ich fange an mit einem relativ alten Bild, welches ich seit gut 20 Jahren verwende, damals geschenkt bekommen habe zu meiner Habilitation von der Frau Professor Skarpenko inzwischen, früher damals meine Doktorandin, die mir eine Serie von Übersichtsslides zur Immunologie gemacht hat, die immer noch sinnvoll sind, wenn ich über moderne Therapeutika der Rheumatologie rede. So weitblickend war damals ihre Idee. Im Zentrum einer solchen neuen therapeutischen Überlegung ist immer das Verständnis der immunologischen Mechanismen, die letztlich konzertiert zu dem führen, was wir rechts unten befürchten, nämlich Zerstörung
von Knorpel, Knochen und Gelenkstrukturen. Und man könnte diesen Vortrag, wie ich es heute Morgen auch gemacht habe, dann tatsächlich nicht, zwar nicht derselbe Vortrag, aber dieses Bild verwenden, auch natürlich in der Dermatologie, wo wir dann unten rechts die Haut reinbringen könnten. Wir könnten es in der Neurologie hineinbringen für die neurologischen Multiple Sklerose zum Beispiel Situationen. Und so werde ich auch im Rahmen meines Vortrags mit Ihnen jetzt immer wieder auf Situationen zurückkommen, die in anderen Fachdisziplinen außer der Rheumatologie verwendet werden, aber demnächst sicherlich auch Einzug in unsere Kongressbeiträge haben werden. Im Zentrum einer solchen Interaktion steht immer die T-Zelle, die ist der Dirigent eines guten Orchesters, die ist der Generalmajor einer guten Abwehr. Und wenn man die T-Zelle in irgendeiner Form modifizieren könnte, könnte man alle anderen Parameter, die in einer solchen konzertierten Aktion stattfinden, damit auch beeinflussen. Und das ist auch die treibende Kraft hinter vielen Ideen, die in der Rheumatologie jetzt es geschafft haben, auch tatsächlich namengebend außerhalb der Zahlen, die üblicherweise ein erster Versuch mit einem Protein ist immer eine Zahl aus dem Labor genanntes Präparat und das hat dann einen Namen gekriegt und diese Namen werde ich Ihnen der Reihe nach jetzt versuchen zu erläutern. Wenn wir uns anschauen, wo sind denn eigentlich neue Therapeutika, dann kann man sagen, 1988 Methotrexat, keine Notwendigkeit, das mit Ihnen zu besprechen, 1998 die ersten TNF-Inhibitoren und Anakinra, keine Notwendigkeit, das mit Ihnen zu besprechen. 2008 Tocilizumab, auch keine Notwendigkeit, das mit Ihnen zu sprechen. Und all diese Situationen sind ja für die Rheumatoide Arthritis und dann später für die Psoriasis-Arthritis und dann für die Spondylarthritis zugelassen. Und da muss man ehrlicherweise sagen, viele der moderneren, der neueren Medikamente, ich gebe nachher auch ein oder zwei Beispiele von der Rheumatoiden Arthritis, aber viele der moderneren Substanzen, die jetzt neu sind, sind nicht mehr bei den großen Polyarthritiden von Bedeutung, sondern sind in der Entwicklung gerade der Erkrankung, die im Schlepptau des Erfolges der großen Arthritiden jetzt auch an Bedeutung gewinnen. Und da vor allen Dingen sind es die Kollagenosen ganz, ganz intensiv hier vorangehen. Wenn wir uns jetzt in der Situation, jetzt hatte ich zwar die T-Zelle in den Rahmen gestellt, aber ich gehe nochmal ein Bild zurück. Außerhalb der T-Zelle ist die B-Zelle, die ich immer beschreibe, nicht als Generalmusikdirektor, nicht als Dirigent, sondern als Generalmusikdirektor. Sozusagen eine, die möglicherweise noch oberhalb, aber mindestens interaktiv mit der T-Zelle verbandelt in einer solchen konzertierten Immunreaktion steht. Und wenn man aus dieser Übersichtsarbeit aus dem dermatologischen Journal sich jetzt anschaut, welche Oberflächenrezeptoren auf B-Zellen jetzt möglicherweise gezielt angegangen werden können, dann sind hier eine Reihe von Oberflächenmolekülen, deren Funktion für den Vortrag heute wenig von Bedeutung ist, aber die eine sehr charakteristische Expression haben und damit eine Zielstruktur darstellen für eine Beseitigung von B-Zellen durch Depletion. Das sind zunächst mal die verschiedenen Anti-CD20-Antikörper, Ocrelizumab, Obinutuzumab und Rituximab, wie wir es kennen. Und wenn wir jetzt die ersten Daten uns anschauen, zu diesen Anti-CD20-Antikörpern, dann kann man sagen, dass diese Daten das zeigen, was wir erwarten. Sie zeigen nämlich, dass wir bei den Erkrankungen, bei denen wir eigentlich Anti-CD20 schon wunderbar einsetzen können, wir mit diesen Substanzen auch Erfolge haben können, klinische Erfolge, dass wir aber je intensiver wir die CD20 vermittelte B-Zell-Depletion voranbringen, also je intensiver Depleting nennt man das dann, wir die B-Zellen depletieren, wir auch die Nebenwirkungen erwarten müssen, mit denen wir in der Rituximab-Gabe eigentlich relativ wenig zu tun haben, nämlich das Risiko der Infektion. Und so sind ein Teil dieser tief depletierenden Anti-CD20 monoklonalen Antikörper in der Rheumatologie schon wieder verlassen, weil wir da Alternativen haben, aber sie werden bei neurologischen Erkrankungen wie der Multiple Sklerose vorangebracht. Es gibt jetzt eine Phase-2-Studie, die auf dem ACR-Meeting vorgestellt worden ist. Und die bezieht sich jetzt auch als Brücke zu Herrn Türmels Vortrag eben auf die Lupus Nephritis, behandelt mit einem neuen Anti-CD20 monoklonalen Antikörper, Obinutuzumab. Und hier ist diese Phase-2-Studie untersucht worden mit der Frage, was kann eigentlich eine Gabe von Anti-CD20 in Patienten mit einem Lupus Nephritis bezüglich Nierenfunktion und Steroideinsparung bringen? Und das Ergebnis ist relativ klar und deutlich, dass das Obinutuzumab das Risiko negativer Nierenereignisse, also Verschlechterung der Glomerulinfiltrationsrate zum Beispiel, oder sogar den Tod bei diesen Patienten, das Risiko des Lupusschubes und die Zeit bis zur ersten messbaren dann Verschlechterung der GFR signifikant reduziert hat.
Außerdem, dass die komplette Remission unter Steroiden, die Remissionsmöglichkeit von Steroiden signifikant reduziert hat. Das heißt, durch diese Studie konnte der Obinutuzumab-Effekt, also ein Anti-CD20-Antikörpereffekt beim Lupus, anders als das die großen Studien fürs Rituximab ja gezeigt haben, weil einfach die Bedingungen der Messung des Effektes nicht gut waren, hier auch bestätigt werden. Das sind die Einzeldaten und hier jeweils in dunkel dargestellt, die Wahrscheinlichkeit, jetzt ein Nieren-Event zu haben, eine Zeit bis zum Lupus-Flair, eine Reduktion der GFR, in dunkel dargestellt die Patienten, die das Medikament bekommen haben, und in grau dargestellt die Patienten, die das Placebo bekommen haben. Sie sehen bei jedem einzelnen dieser Aspekte eine klare Verbesserung oder eine klare Reduktion der Wahrscheinlichkeit unter der Anti-CD20-Therapie. Eine zweite Substanz, die ist tatsächlich auch schon, wenn auch noch nicht beim Lupus, aber doch beim Morbus Sjögren in die Publikation gebracht habe, ist das Ianalumab. Das ist eine Substanz, die auch B-Zellen angreift, und zwar auf zwei verschiedene Art und Weisen, die miteinander interagieren. Es blockiert einen B-Zell-Wachstumsfaktor, das BAFF, das kennen wir vom Belimumab, das macht das so ähnlich. Und gleichzeitig wirkt dieses Medikament auch noch depletierend über eine Bindung an die Zellen, die den Rezeptor auf der Oberfläche haben. Das heißt, eine depletierende und zugleich B-Zell-Reifung hemmende Substanz. Und an den Studien zum Morbus Sjögren, an denen wir hier auch beteiligt waren von unserem Zentrum raus, da hat man die ersten Ideen bekommen, dass tatsächlich eine solche duale Blockade von B-Zellen über den BAFF-Rezeptor zu einer signifikanten Verbesserung vieler klinischer Symptome beim Morbus Sjögren führt. Und was liegt da nicht näher, als den Morbus Sjögren als Schwestererkrankung des Lupus aufzufassen und auf diese Art und Weise diese Substanz auch beim Lupus einzusetzen. Eine B-Zell-gerichtete Substanz. Und die Substanz im Ianalumab heißt sie inzwischen, früher hieß sie WEI-736. Die wurde bei Patienten mit einem systemischen Lupus erythematodes jetzt eingesetzt, mit der Frage, ob dieser Antikörper tatsächlich die klinische Aktivität des Lupus erythematodes reduzieren konnte. Und da kann man klar sagen, dass das hier unten dargestellt erreicht worden ist. In dieser Studie der primäre Endpunkt der Reduktion des SLE-Responder-Indexes ist bei 35% der Patienten erreicht worden, dagegen beim Placebo nur bei einem Bruchteil. Die reduzierte Schubhäufigkeit auch ebenfalls 44% unter Ianalumab, 64% unter Placebo, sodass man hier sagen kann, auch die klinische Effekt, wenn auch nicht ja, nein, sondern nur wieder ja, segmental sozusagen, kann man hier auch durch die Depletion der B-Zellen über den BAFF-Rezeptor einen positiven Effekt erreichen. Und auch die nächsten Studien laufen unter dem Ianalumab, sowohl beim Morbus Sjögren als auch beim Lupus erythematodes. Hier sind nochmal die klinischen Daten, die Verbesserung des Lupus-Responder-Indexes in blau dargestellt unter der Ianalumab-Gabe, in rot dargestellt unter der Placebo-Gabe, und das Ganze über ein halbes Jahr mit statistisch signifikantem Unterschied auf Seiten der Ianalumab-Gabe. Deutlich bessere Anzahl der Patienten, höhere Anzahl der Patienten, die diesen Responder-Index erreicht haben, viermal so hoch etwa zum Ende der Beobachtungsphase. Wir alle wissen, dass der Lupus erythematodes im Prinzip in der Pathophysiologie so dem Interferonen, einer Interferonopathie gleicht. Wir haben ein wunderbares Medikament gegen den Interferonrezeptor inzwischen zur Verfügung, das Anifrolumab. Und nichts liegt näher, als jetzt zu gucken. Und B-Zellen wiederum, wissen wir auch, sind unter der Interferongabe werden zur Reifung gebracht, sodass man jetzt hier nichts Näherliegendes hatte, als mit Personen, die das wunderbar können, wie Herr Dörner aus der Charité, ein B-Zell-Experte vor dem Herrn und gleichzeitig ein Kliniker für Lupus und für System für Multiple Quatsch, für den Morbus Sjögren. Der hat zusammen mit seiner Arbeitsgruppe die Frage gestellt, werden tatsächlich Interferon-Pathways durch das Ianalumab modifiziert über die B-Zell-Depletion. Und was hier gezeigt worden ist, in zugegebenermaßen experimentellen Ansätzen, zeigt, dass die Interferonopathien über die totale B-Zell-Depletion, die totale B-Zell-Depletion mit dem Ianalumab natürlich stattfindet, dass die naiven T-Zellen mit dem Ianalumab reduziert werden,
wenn die Memory-B-Zellen mit dem Ianalumab reduziert werden, die Plasmablasten reduziert werden und dass man auf diese Art und Weise über die B-Zellen vermittelt in Erkrankungen, die Interferonopathien machen, tatsächlich hier nachweislich positive Effekte auf B-Zellen und die infolgedessen konsequenten Interferono-Aktivierungspartien dann hier ausüben kann. Wenn man die B-Zelle und das weitere Molekül, auf die gehe ich nachher noch ein, das Eprotuzumab ist ein monoklonaler Antikörper, den wir schon länger kennen, der auch als das Antikörper gegen CD22, ebenfalls ein B-Zelloberflächenmolekül, welches schon vor einigen Jahren einmal zunächst eingesetzt und dann nicht weiter verfolgt wurde, jetzt aber beim Lupus wieder auf uns zukommt, dass wir auch da die Daten miteinander besprechen. Das Obexelimab ist ein moderner Anti-CD19-Antikörper. Anti-CD19, eben der typische B-Zellmarker, das hat es bis jetzt ja nicht gegeben, dass diese Antikörper alleine eine Depletion erreichen konnten. Jetzt gibt es die ersten tatsächlich auch Deep-Depleting-Anti-CD19-Antikörper. Obexelimab heißt der. Ich gehe nachher noch mal kurz darauf ein, wenn ich die Studie vorstelle. Und dem Antikörper, der das CD40, das ist das Interaktionsmolekül mit dem CD40-Liganden auf der T-Zelle blockiert, das ist Iscalimab. Auch da zeige ich nachher Daten zu. CD40 ist deshalb von besonderer Bedeutung mit CD40-Ligand. Wenn diese Interaktion nicht stattfindet, haben die Patienten eine Hyper-IgM-Reaktion. Die B-Zellen kriegen das T-Zell-Aktivierungssignal zum Klassenswitch von IgM zu IgG nicht, sodass man hier sehr vorsichtig interagieren muss. Aber nichtsdestotrotz werden wir ja immer mit den Antikörpern niemals eine vollwertige Zerstörung des Signalweges kriegen, sondern nur eine Herabregulation. Aber wie bedeutsam CD40 in der B-Zellaktivierung ist, zeigt dieses Experiment der Natur, wo über CD40 Hemmung bzw. Unfähigkeit mit CD40-Liganden zu interagieren eine komplette B-Zell-Dysfunktion erreicht werden kann. Jetzt gehen wir auf die frühen Formen der B-Zelle, die letztlich ein Wachstum noch brauchen. Da gibt es eine Reihe von neuen Molekülen. Das Belimumab, das kennen wir, das ist gegen BAFF gerichtet. Das Telitacicept und das Atacicept, das sind Konstrukte, die einen Immunglobulin-Teil ähnlich wie das Abatacept haben und dann letztlich einen Rezeptor auf der Oberfläche von B-Zellen blockieren, das Taci. Das ist ein verwandter Rezeptor zum BAFF. Und ebenfalls in der B-Zell-Aktivierung von Bedeutung. Und wenn man den blockiert, ist es ähnlich wie bei der T-Zelle, wo man das Abatacept nimmt, um das CTLA-4 letztlich zu nutzen, um CD28-Signale zu blockieren, wird man hier eine B-Zelle dazu kriegen, dass sie nicht weiter wächst. Und dann gibt es ein Molekül, das Tabalumab, was ebenfalls in diese Interaktion der B-Zell-Reifung eingreift. Diese drei Moleküle sind zusammen mit dem Belimumab die nächsten Moleküle, die die B-Zellen nicht depletieren primär, sondern die B-Zell-Reifung neutralisieren. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, die T-Zell-Ebene anzugreifen. Da gibt es ein Molekül, was die CD40-Liganden-Blockade macht. Das ist, oder zwei Moleküle, das sind das Dapirolizumab und das Dazodalibep. Zu beiden gebe ich Ihnen gleich Daten. Und von Bedeutung ist ein Molekül, was die B-Zelle und die T-Zelle so gleichzeitig blockiert, indem es sowohl ein Oberflächenmolekül auf der T-Zelle als auch ein Oberflächenmolekül auf der B-Zelle angreift und damit T- und B-Zellen zusammenbringt. Das ist das Rozibafusp Alpha und auch dazu zeige ich Ihnen gleich Daten. Das sind also die verschiedenen Angriffspunkte auf der lymphozytären Seite, bei Kollagenosen in erster Linie jetzt getestet, aus dem Grund heraus, dass es da am meisten unmet medical need gibt und infolgedessen die größten Wahrscheinlichkeiten bestehen, dass diese Substanzen letztlich es zur Marktreife bringen, weil sie einfach Vorteile gegenüber der augenblicklichen Therapie haben. Man kann jetzt genauso bereits den Schritt schneller machen in der Kollagenose als den wir bei den großen Arthritiden gemacht haben. Über 10 Jahre Unterschied hatten wir ja oder fast 15 Jahre Unterschied von der Zulassung der extrazellulären Neutralisationsmoleküle zur Blockade intrazellulärer Effekte, also die Januskinasen, die wir alle kennen, das Tofacitinib als erstes zugelassene, dann das Baricitinib und dann während der Corona-Zeit Upadacitinib und Filgotinib.
Und jetzt für bestimmte Situationen schon zugelassen, gleichzeitig in großer Testung. Das erste, ja, der erste Kinase-Hemmer, der nicht eines der Januskinasen 1, 2, 3 hemmt, sondern die eigentlich als erstes identifizierte Januskinase, das TYK2. Und anders als das Tofacitinib, Baricitinib, Filgotinib und Upadacitinib kein ATP-Analogon ist und damit letztlich auch immer inhärent bereits die Möglichkeit hat, eine andere Kinase zu hemmen, dadurch, dass eine sterische Inhibition der Bindungsstelle vom ATP an die Kinase jetzt damit blockiert wird, bindet das TYK2 tatsächlich an diese spezifische, für die Januskinasen spezifische Pseudodomäne, die genetisch vorgegeben ist, wo die genetische Information quasi umgedreht nochmal abgelesen wird. Und damit hat der TYK2-Inhibitor eine wirkliche Spezifität für dieses Protein. Ist nicht ein sterischer Inhibitor, ein kompetitiver Inhibitor der ATP-Bindungsstelle, sondern es bindet an einer Stelle, die nur dieses TYK2 hat und neutralisiert damit die ATP-Bindungsstelle, auch natürlich sterisch. Aber letztlich gibt es keine zweite Möglichkeit für dieses Molekül auch in höheren Konzentrationen zu binden. Also große Hoffnung in eine hohe Spezifität, anders als bei den typischen Januskinase-Inhibitoren oder Kinase-Inhibitoren, die in höherer Konzentration immer Off-Target-Effekte haben, eingesetzt in der Psoriasis, jetzt für die Psoriasis-Arthritis in den Testungen und eben auch beim Lupus erythematodes eingesetzt, das Deucravacitinib. Was hier noch gezeigt worden ist, wird auf diesem Bild, ist, dass die ganzen klassischen Januskinase-Inhibitoren, die wir kennen, ebenfalls beim Lupus eingesetzt werden. Die muss ich Ihnen aber nicht nahebringen, die kennen Sie alle. Und dann erstmalig tatsächlich auch Moleküle, Small Molecules, die in die zelluläre Aktivitätskaskade eingreifen, indem sie Downstream-Moleküle also unterhalb der Rezeptorphosphorylierung blockieren, wie zum Beispiel die PI3-Kinase durch die Small Molecules Selatalisib, Leniolisib und Parcaciclib. Das sind Substanzen, die sind noch ein bisschen weiter weg vom klinischen Einsatz bei rheumatologischen Erkrankungen. Da müssen wir wahrscheinlich in 3, 4, 5 Jahren nochmal drüber reden. Das Deucravacitinib ist aber tatsächlich beim Lupus getestet worden, wieder Anleihe von Herrn Lorenz in einer Lupus-Studie, Phase-2-Studie. Hier nochmal dargestellt, was das Deucravacitinib blockiert. Das TYK2. TYK2 ist als Homodimer für die Vermittlung von Signalen von Interleukin 23 verantwortlich, als Heterodimer für die Vermittlung von Signalen von Interleukin 12 und dann in der Lupus-Situation natürlich von großer Bedeutung die Typ-1-Interferone und deswegen ist dieses Molekül hier möglicherweise von großer Hoffnung. Die Fragestellung war, der SAI4 an Woche 32 und verschiedene andere primäre Endpunkte. 48 Wochen ist die ganze Studie gelaufen und das Ergebnis zeigt eine dosisabhängige Blockade sämtlicher oder Reduktion sämtlicher klinischer Aktivitäten im Vergleich zum Placebo, beziehungsweise hier die Response-Raten dargestellt, im Vergleich zum Placebo deutlich besseres Ansprechen bezüglich des SRI, des BICLAS in der Kombination des Ganzen sowohl zu Woche 32 als Woche 48. Also Deucravacitinib wird in dem Lupus weiter getestet, wahrscheinlich auch bei anderen Erkrankungen, die wir dann verwandt mit dem Lupus dann sehen. Das ist die Immunpathogenese des Lupus hier einmal dargestellt. Ein Virus mit seiner RNA wird letztlich von antigenpräsentierenden Zellen aufgenommen und aktiviert dort in diesen antigenpräsentierenden Zellen sogenannte Danger-Signalwege. Und das Ganze geht über Moleküle, die heißen Toll-like-Rezeptoren. Und diese Toll-like-Rezeptoren beim Lupus, vor allen Dingen Toll-like-Rezeptor 7 und 9, werden dann aktiviert und führen letztlich zur Produktion von Interferon Gamma bzw. von Typ 1 Interferon. Und man kann sich jetzt überlegen, dass man hier in das System eingreift, indem man wirklich die Toll-like-Rezeptoren selbst blockiert. Und das passiert, Verzeihung, zunächst mal Anifrolumab ist ein Molekül, was den Interferon-Rezeptor blockiert. Und hier auf der Phase-3-Studie, die auf dem ACR-Meeting dargestellt worden ist, die Reduktion der Patienten mit dem SLEDAI-Score mindestens 4 Punkte zu Woche 208, also nach 4 Jahren. Und damit darf man wirklich sagen, dass durch die Blockade von Interferonen, über den Interferon-Rezeptor es zu einer anhaltenden, deutlich besseren Ansprechen oder bessere Reduktion der Erkrankungsaktivität kommt, einem stabilen Ansprechen als unter Placebo.
Aber man kann tatsächlich diese Toll-like-Rezeptoren selbst blockieren. Da sind zwei Substanzen jetzt in den klinischen Testungen, das Afimetoran oder das GS5718. Das ist ganz lustig, wenn Sie das googeln, kriegen Sie alles Mögliche von interessanten Filmen bis zu tatsächlich Dschungelcamp-ähnlichen Situationen. Nur mit IRAK4 hat das nichts zu tun. Das gibt es noch gar nicht gegoogelt. Nichtsdestotrotz gibt es Daten dazu. IRAK4 ist ein Transkriptionsfaktor, der aktiviert wird, nachdem die Interferone letztlich die Virus-RNA, die ihre Toll-like-Rezeptoren gebunden haben. Dann wird das MyD88 aktiviert, macht eine Kaskade, darüber kommen Transkriptionsfaktoren, die aktiviert werden. Und einer dieser Transkriptionsfaktoren führt dann letztlich zur Produktion von Typ-1-Interferon. Das kann man blockieren, wenn man IRAK4 neutralisiert. Und dazu gibt es jetzt auch erste Daten, die ich aber, weil die noch in der wirklich allererste Daten sind, hier nicht in der Deutlichkeit zeigen. Ich will nur sagen, man kann Toll-like-Rezeptoren demnächst auch blockieren. Bei dem primären Morbus Sjögren gibt es jetzt eine Reihe von Studien, die laufen mit den verschiedenen Molekülen, die ich Ihnen gerade dargestellt habe. Rituximab wird nochmal wieder versucht, das ist ein Anti-20 monoklonaler Antikörper. Belimumab als subkutane Gabe wird versucht. Es wird eine Kombination versucht in einem sequentiellen Gabe von zunächst Rituximab und dann Belimumab. Das Ianalumab, das der Anti-BAFF-Rezeptor duale Molekül, was beim Sjögren schon verwendet worden ist, wird versucht, alles B-Zell gerichtete moderne Therapeutika, die zum Teil eben für uns jetzt neu sind, wenn es das Ianalumab beginnt. Dann gibt es eben das Telitacicept, eine Phase-2-Studie bei dem Morbus Sjögren. Es gibt eine weitere Studie zum Abatacept. Das habe ich Ihnen hier nicht dargestellt, weil das setzen wir die ganze Zeit ein. Das ist das Orencia, was wir in der Rheumatologie kennen. Das Iscalimab, der Anti-CD40-Antikörper, der die Interaktion mit der T-Zelle blockiert. Und auf der anderen Seite das Dazodalibep, der CD40-Liganden-Inhibitor, der also die T-Zelle blockiert. Und beides zusammen führt zu einer Blockade der B-Zellaktivierung. Und die B-Zellen, wissen wir ja, sind von besonderer Bedeutung bei der Sjögren'schen Erkrankung, nicht nur über die Antikörper, die sie produzieren, sondern auch über die Lymphomrisiken, die damit zusammenhängen, die unspezifische B-Zellaktivierung über die Hyper-IgM- und Rheumafaktor-Positivität nachzuweisen. Das Iscalimab blockiert, wie gesagt, CD40 und hier ist eine Studie dazu dargestellt, wieder von Herrn Lorenz, die Folie. Das Sjögren-Syndrom macht die polyklonale B-Zellaktivierung und die B-Zellaktivierung führt zu IgG, das heißt Hypergammaglobulinämie und nicht eine Gammaglobulinämie über IgM, sondern eine Hypergammaglobulinämie über IgG. Das heißt, da muss CD40-CD40-Ligandeninteraktion stattgefunden haben und die Frage war, können wir tatsächlich klinische Effekte über ESSDAI gemessen beim Morbus Sjögren feststellen? Die Ergebnisse sind ESSDAI-Änderungen zum Ausgangswert an Woche 24 signifikant verbessert unter dieser Blockade durch Iscalimab und ernsthafte Nebenwirkungen traten kaum auf. Die Infektionsrate mag möglicherweise etwas höher gewesen sein, aber da ist ja eine Dosisfindungssituation. Die Nebenwirkungsrate steigt mit der Dosis. Die Klinik scheint besser zu sein unter der Blockade von CD40. Das sind hier die Einzeldaten und die verschiedenen farbigen Kurven geben an eine Dosiswirkungsabhängigkeit im Vergleich zu Placebo oben in Grau dargestellt bessere klinische Daten über die verschiedene Blockade durchs Iscalimab von CD40-CD40-Ligand. Gut, das Dapirolizumab oder das und das Dazodalibep gehen wieder auf die T-Zelle, interagieren mit dem CD40-Liganden, einem Aktivierungssignal auf der T-Zelle, was üblicherweise auf der T-Zelle gar nicht ist, sondern erst dann aktiviert wird, exprimiert wird, wenn die T-Zelle aktiviert ist, innerhalb von 2, 3 Tagen oder ganz schnell sogar innerhalb von einem Tag. Und dann kann die B-Zelle, die das gleiche Antigen erkennt, entsprechend ihren Klassenswitch-Signal bekommen. Das Dazodalibep ist ein Antagonist vom CD40-Ligand und auch hier eine Phase-2-Studie beim Sjögren-Syndrom. Eine doppelblinde randomisierte Studie mit der Substanz im Vergleich zu Placebo. 74 Patienten eingestellt. Muss man sagen, zu dem Zeitpunkt war noch wirklich nicht ganz klar, wie die klinischen Daten sind. Ich habe Ihnen das jetzt im Moment hier nur mitgebracht, um zu zeigen, dass auch hier untersucht wird. Es ist gut toleriert worden. Die Wirksamkeit lässt sich im Moment noch nicht so richtig belegen.
Das ist die überlappenden Daten aus dieser Population, die man hier sieht. Da muss man sehen, ob man mit höheren Konzentrationen von den Substanz oder andere Art und Weise der Administrationsschemata vielleicht hier einen klinischen Erfolg bekommt. Anders ist es da bei der zweiten Studie, bei einer mit Organbeteiligung bei Morbus Sjögren. Davon haben wir eben gehört. Auch hier darf man sagen, dass die Blockade vom Anti-CD40-Liganden sicher sei, aber vor allen Dingen war sie in diesem Fall auch klinisch effizient, sodass das die Phase 3 Studie jetzt auch validiert und substanziiert. Die wird im Moment rekrutiert zur Blockade von der CD40-CD40-Liganden-Interaktion. Die Daten sehen deutlich besser aus als in der ersten Studie. Die Diskussionen darüber, warum das so ist, laufen. Das ist eine andere Population vor allen Dingen gewesen, die untersucht worden ist. Und möglicherweise ist hier einfach der Effekt auf den Boden des Disease Burden gegeben, der hier neutralisiert werden kann, während der übliche Sjögren'sche Patient, der gar nicht so viel Aktivität hat, durch eine Blockade von T-Zell-B-Zell-Aktivität dann auch klinisch nicht so manifest profitiert. Gut, weitere Substanzen, die bei der Morbus Sjögren eingesetzt werden für die Blockade von der B-Zell-Aktivierung, sind vor allem BTK-Inhibitoren, das Branebutinib, das Remibutinib, dann PI3-Kinase-Inhibitoren, das Seletalisib hatte ich schon erwähnt, das Leniolisib hatte ich schon erwähnt und das Parsaciclib hatte ich auch erwähnt. Das sind Substanzen, die jetzt in die intrazelluläre Signalkaskade bzw. Aktivierung eingreifen und auf diese Art und Weise versuchen, ganz gezielt B-Zellen an ihrer Aktivierung zu hindern. Das mag die eine oder andere Substanz es schaffen zu uns dann in die Klinik oder in die Phase-3-Studie. Ich habe sie der Vollständigkeit halber hier aufgeschrieben und erwähnt. Tocilizumab Interleukin-6-Rezeptor ist klar, wird eingesetzt und eine Substanz, die ganz, ganz interessant jetzt versucht, hier auf diese Art und Weise RNA zu zerstören für Moleküle, für Zytokine. Das ist noch weit davon entfernt, aber die neueste Entwicklung vielleicht. Mit einer Ausnahme, zu der komme ich gleich. In der rheumatoiden Arthritis tut sich relativ wenig, weil man ehrlicherweise eben eine hohe Hürde der Gabe der vorhandenen therapeutischen Effizienz mit den Biologika und den Januskinase-Inhibitoren zu nehmen hätte, um wirklich zu zeigen, dass die Substanzen hier besser sind. Hier sind eine Reihe von BTK-Inhibitoren, also Bruton-Tyrosine-Kinase. Inhibitoren, die für die B-Zellen von elementarer Bedeutung sind, eingesetzt worden, das Ibrutinib. Dann in der zweiten Generation das Acalabrutinib, Verzeihung, das Evobrutinib, das Spebrutinib, das Tirabrutinib und das Poseltinib. Und dann auch reversible BTK-Inhibitoren, hier noch mit Nummern bezeichnet, und das Fenibrutinib. Da muss man ehrlicherweise sagen, diese Substanzen haben in der rheumatoiden Arthritis relativ wenig Erfolg gehabt, sodass auch Firmen wie zum Beispiel die Firma Roche, die da sehr stark gesetzt hat, die Programme eingestellt haben. Wir hatten zwei oder drei Studienprogramme hier laufen, die während der Rekrutierungsphase eingestellt worden sind, weil eben die Blockade vom BTK nicht den dramatischen klinischen Erfolg gebracht hat, den man sich vorstellen wollte unter einer kompletten B-Zell-Blockade. Diese Substanzen gehe ich jetzt nicht weiter ein, mit einer Ausnahme jetzt. Also Interferone und Interleukin 2 kann man blockieren bzw. geben, aber der Tumornekrosefaktor spielt dann doch noch wieder eine Rolle. Hier bei uns aus unserem Bild das Bild zeigt eben, dass TNF der wichtigste Mediator von inflammatorischer Erkrankung ist. Und es gibt jetzt eine ganz neue Idee, dass Ozoralizumab, das ist ein Nanobody, also eine ganz neue biochemische Entwicklung, ein Molekül, was in der Natur nicht gibt, was aber erhebliche reduzierte Herstellungssituationen hat und auch gleichzeitig bessere Verteilungsmöglichkeiten. Da gibt es jetzt wunderbare Daten dazu, wie sich diese Substanzen in inflammatorisch veränderten experimentellen Organismen im Tierbereich verteilt. Das ist hier so ein Nanobody, das ist ein konventioneller Antikörper mit den entsprechenden zwei schweren und zwei leichten Ketten, von denen wir eigentlich immunologisch eigentlich wirklich nur 6 bis 8 Aminosäuren in diesen variablen Regionen bleichen. Dann gibt es diesen Antikörper, wo man die leichten Ketten herabnimmt. Auch der ist natürlich biologisch wirksam, dadurch, dass er an dieser Stelle sein Zielantigen
zum Beispiel TNF bindet. Und dann ist noch einfacher, sind im Prinzip nur noch diese Bereiche, die an dieser Stelle diese humane TNF-Bindungsdomäne haben und dann zusammengebracht werden mit irgendwelchen Substanzen, die völlig immunologisch inert sind und auf diese Art und Weise dann als Nanobody gelten. Ozuralizumab heißt die Substanz und das hier nochmal dargestellt, die proteinbiochemischen Besonderheiten, die stelle ich Ihnen im Nachgang zur Verfügung. Und die Daten im Vergleich zum im Vergleich, Dosis-Wirkungsvergleich, hier ACR 20, 50, 70 Ansprechraten nach einem Jahr. Da darf man sagen, 90% Ansprechraten haben wir eigentlich mit den klassischen TNF-Inhibitoren nie erreicht. Für ACR 20, 70 bis 80% von ACR 50 und 50% ACR 70. Also das könnte tatsächlich noch eine neue Entwicklung, ein signifikanter Schritt werden in die richtige Richtung, weil wir möglicherweise mit diesen Nanobodies doch in Bereiche der Entzündung kommen, die wir mit dem Immunglobulin vielleicht dann doch nicht erreichen. Und möglicherweise, weil wir länger an diesen Substanzen bleiben, weil die Substanzen einfach viel weniger immunologisch angreifbar sind, weil sie weniger Fremdproteine enthalten. Das Ganze ist stabil über 52 Wochen in den verschiedenen Dosierungen hier dargestellt. Interleukin 6 ist eine Substanz, die wir auch blockieren, aber wir blockieren immer den Interleukin-6-Rezeptor. Das liegt einfach daran, dass die ersten Interleukin-6 blockierenden monoklonalen Antikörper Anfang der 90er Jahre von Jim Wendling zunächst mal alles Interleukin-6 blockieren konnten, es dann aber abgegeben hatten wie so eine Art Schwamm, sodass man auf diese Interleukin-6 von der Degradation befreite und zum Schluss inflammatorische Reaktionen in den Patienten auslöste, die längerfristig liefen. Deswegen hat man die Finger davon gelassen. Aber es gibt jetzt eine Substanz, eine neue, auch in der Rheumatologie eingesetzte Substanz, die genau das dann versucht zu blockieren, nämlich die Interleukin-6 biologischen Wirkungen, ähnlich wie die Interleukin-6-Rezeptorantagonisten, die wir kennen, also das Sarilumab und das Tocilizumab. Und die Substanz heißt jetzt Olokizumab. Das ist Anti-Interleukin-6 und der ist auch in der rheumatoiden Arthritis inzwischen eingesetzt worden. Den werden wir mit größter Wahrscheinlichkeit irgendwo dann doch wieder auch zu dem therapeutischen Einsatz bekommen. Letztlich eine Übersicht nochmal über das, was man sich überlegen kann als Oberflächenmolekül von der B-Zelle, BAF, CD20, CD22, der B-Zellrezeptor, den könnte man angreifen, CD19 mit den beiden Substanzen, die ich genannt hatte, CD40, CD38 komme ich gleich noch zu, das sind vor allen Dingen dann die Plasmazellen, die das über das Daratumumab angegriffen werden können und die KT-Zell-Interaktion, die im Prinzip eine T-Zelle so modifiziert, dass sie den CD19 ist hier an der falschen Stelle gezeichnet. Nein, ich muss ja CD19, greift CD19 an und zerstört damit die T-Zelle. Die Freinamen sind dafür natürlich noch nicht bekannt oder auch nicht vergeben. Das sind KT-Zellen, die generiert werden gegen CD19. Also fangen wir an mit CD19. Es gibt einen monoklonalen Antikörper, das ist das Inebilizumab. Der wird vor allen Dingen in der multiplen Sklerose eingesetzt. Da bin ich nicht so sicher, ob wir den in der Rheumatologie kriegen. Der macht Deep B-Cell Depletion und ich vermute, dass auch hier das potenzielle Nebenwirkung der Infektion nicht rechtfertigen, dass wir hier mit dieser Substanz arbeiten. Das ist bei der multiplen Sklerose, vor allen Dingen bei der Relapsing Multiple Sklerose, sicherlich anders. Anti-CD20 hatte ich Ihnen das Obinutuzumab gezeigt, das Ocrelizumab gezeigt. Der Ocrelizumab hatten wir in der Rheumatologie, das ist eingestellt worden wegen der Nebenwirkungen, aber das Obinutuzumab wird beim Lupus eingesetzt. Das Ofatumumab bei der multiplen Sklerose müssen wir sehen, ob wir das in der Rheumatologie auch bekommen. Und das Ublituximab ebenfalls ein Anti-CD20-Antikörper bei der multiplen Sklerose. Dann haben wir Anti-CD22-Antikörper, eine Substanz, die in der Phase 2 ist, SM03 genannt, aber das Ibratuzumab beim Lupus und beim primären Sjögren-Syndrom eingesetzt und wir werden sehen, ob diese Substanzen sich in der Zukunft in größeren Studien dann auch beweisen. Anti-CD38 ist ein hochspannendes Molekül, ist zugelassen für die Behandlung von bestimmten hämatologischen bösartigen Erkrankungen, weil es eben CD38 positive Zellen bindet und damit zerstört. Und damit könnte man tatsächlich sich überlegen, dass man Antikörper produzierende Zellen, anders als beim Anti-CD20 und Anti-CD19, welches ja nicht die Plasmazellen letztlich erreicht, zerstört. Das wird auch tatsächlich in Studien für das Antiphospholipid-Syndrom bereits eingesetzt. Auch wir haben jetzt ein oder zwei Patienten identifiziert, die wir bei solchen schweren Situationen experimentell mit einer solchen zugelassenen, aber für hämatologische Ideen zugelassenen Therapie behandelt. Hier ist einer solcher der beiden Fälle aus Frankreich, Anti-CD38-Behandlung mit Daratumumab.
Das war bei Morbus Sjögren jetzt und hier es ist dieser Patient, die beiden Patienten, die eine schwere Therapie-refraktäre Substanz, Sjögren'sche Erkrankung hatten, sind damit beide nach einer Reihe von verschiedenen anderen frustranten therapeutischen Versuchen in eine deutliche klinische verbesserte Situation gekommen, sodass man hier sich überlegen kann, ob man das Daratumumab weiter verwenden kann. Ich kann nur anbieten, wir sind daran interessiert, eben genau diese Patienten hier bei uns auch im Zentrum zusammen mit den Hämatologen dann auch zu behandeln, weil wir dieses auch parallel zu den Kollegen aus Frankreich hier gestartet haben. Dann gibt es die Anti-CD40-Blockade, das Dapirolizumab beim Lupus, diese Substanz von Boehringer Ingelheim 655064 in der Phase 2 für die rheumatoide Arthritis, BTK-Inhibitoren des Fenebrutinib in der rheumatoiden Arthritis weiter getestet. Das Evobrutinib wird bei der Multiplen Sklerose eingesetzt. Da muss man sehen, ob man eben die Balance zwischen Infektanfälligkeit und klinischer Effizienz tatsächlich so hinkriegt, dass es auch zu uns kommt. Dann gibt es einen spannenden monoklonalen Antikörper, der zwei Sachen macht. Der bindet nämlich sowohl CD19 als auch den Fc-Rezeptor Gamma 2b und bringt damit B-Zellen direkt blockiert B-Zellen, Plasmablasten und Plasmazellen und macht dann etwas mehr, als ein klassischer Anti-CD19-Antikörper machen würde. Phase 2-Studie läuft beim Lupus. Wir werden sehen, ob wir diese Substanz weitersehen. Bei der Dermatomyositis hat man einen Antikörper gegen Interferon Beta eingesetzt. Der hat hier im Moment noch einen Zahlennamen, weil man hier auch da dachte, auch Beweise oder Hinweise dafür kriegen kann, dass die Dermatomyositis Interferon eine Interferonopathie ist. Und darf man sagen, da sind eine Reihe von Patienten eingeschlossen worden mit durchaus gutem zumindest Vertragen. Und man muss jetzt sehen, wie aus dieser Typ Phase 2-Studie dann die klinische Weiterentwicklung kommt. Eine neue Entwicklung, die wir zusammen mit den Pneumologen machen, basiert auf dieser Beobachtung, auch aus diesem Folienset von Frau Professor Skapenko an mich, dass man aus einer CD4-Zelle ja zunächst mal in der Effektorfunktion verschiedene Unterfunktionen von Zellen sich entwickeln lassen kann und wir inzwischen eine Reihe von Zytokinen kennen, die diese Effektorfunktion Differenzierung fördern, dass wir aber auch genauso Substanzen kennen, die die Effektordifferenzierung hemmen. Und wenn wir jetzt Angst haben vor einer TH1-vermittelten zytotoxischen Aktivität bei einer Autoimmunerkrankung oder einer TH17-Aktivierung, Differenzierung Angst haben, dann könnte man Interleukin 4 blockieren, um auf diese Art und dann könnte man Interleukin 4 geben, um diese Substanzen zu blockieren, oder Interleukin 4 eben hemmen, wenn man auf diese Art und Weise die TH2-Zellen blockieren will. Und das macht man tatsächlich. Interleukin 4 hat also direkte regulatorische Einflüsse auf das Ausmaß und die Qualität, nicht die Quantität, aber die Qualität einer Immunreaktion. Und das Dupilumab ist ein monoklonaler Antikörper gegen den Interleukin-4-Rezeptor und er tut genau das, was man erwarten würde. Er verhindert im Prinzip die Gabe, die Produktion von TH2-Zellen und damit vielleicht allergische Reaktionen. Und er fördert ein bisschen die Produktion von TH1 und TH17-Zellen. Und so ist nicht ganz ungewöhnlich, dass unter diesem Dupilumab es tatsächlich zu Manifestationen oder Exazerbationen von chronisch-inflammatorischen Darmerkrankungen kommt. Er wird jetzt eingesetzt bei der eosinophilen Granulomatose mit Polyangiitis, also der EGPA. Beim Asthma ist er ja schon zugelassen. Aber wir werden diese Substanz mit ganz großer Vorsicht beobachten müssen, denn ich glaube, dass es hier ein Zytokin, welches so zentral für die Regulation des Immunsystems aus der Zirkulation genommen, durchaus ganz erhebliche Effektorfunktionen haben kann, die wir sehr genau beobachten müssen und uns dann überlegen müssen, ob wir auf diese Art und Weise hier so eingreifen. Wir können aber statt Interleukin 4 Interleukin 5 blockieren. Das können wir sowohl über das Mepolizumab, das kann das Interleukin 5 blockieren, oder das Benralizumab, das blockiert den Interleukin 5 Rezeptor. Beides zugelassen für den Asthma und für das Asthma und jetzt auch in Studien beziehungsweise schon zugelassen für die EGPA. Und hier sind die Daten vom ACR-Meeting über das Benralizumab, also Interleukin 5 Rezeptor. Der ist vor allen Dingen für die eosinophilen Granulozyten in der Differenzierung ist das Interleukin 5 wichtig. Und wenn ich das blockiere, dann können die eigentlich gar nicht entstehen. Und die Daten zeigen, dass das Benralizumab tatsächlich hier vor allen Dingen auch bei Patienten, die unter einer Mepolizumab-Therapie nach wie vor aktiv waren, hier zu klinischen Effizienz führen kann.
Und damit komme ich zum Ende und ich sage nochmal, hier ist tatsächlich der Rheumatologe in dem Dschungel, der das alles beobachtet. Und mit diesen Bildern sage ich vor allen Dingen den beiden Rheumatologen, die das wirklich alles beobachtet haben und dann natürlich auch in der Lage sind, nicht nur das weiter zu beobachten, sondern ein so tolles Programm zusammenzustellen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und Ihnen an dem Bildschirm ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Lieber Hendrik, erstens vielen, vielen Dank für den unglaublichen Überblick über das, was kommt, was schon geht, was man verstehen kann. Danke auch für das Lob des Symposiums, da kommt natürlich gut. Florian ist heute erkrankt, deswegen nicht dabei, nur das im Nachgang. Und ich glaube, man muss sagen, diese Dinge alle zu durchblicken, ich bewundere dein Können, die Differenzierung und das wahrlich klinische Immunologie, die wir dort machen. Das ist nicht mehr alte Rheumatologie im Sinne der Bademedizin, sondern hoch und höchst differenziert. Ich bin gespannt, was sich an den Therapeutika langfristig durchsetzen wird und ob uns das bei den seltenen Erkrankungen die gleichen Fortschritte bringt, die wir jetzt bei den doch häufigeren Krankheiten schon haben. Vielen Dank dafür. Ein kurzer Kommentar aus der MS-Klinik von Herrn Kleiter, und zwar das Inebilizumab ist bereits für die NMOSD zugelassen und wird für andere neurologische Autoimmunerkrankungen und an Myasthenien Phase 2 bis 3 getestet, bei der MS sei es nur in Phase 1. Das nur als Kommentar dazu. Ich glaube, das muss man nicht. Entschuldigung, also ich habe die ganze neurologische Situation mit Absicht jetzt hier nicht dargestellt, sondern immer nur MS genannt, aber Sie haben völlig recht, da gibt es differenzierte Zulassungssituationen. Und auch dort natürlich die ganzen Entwicklungen beobachtet unter dem Aspekt der Alternativen, die vorhanden sind und der Risiken, die dort auftreten. Herzlichen Dank für den Kommentar. Ich glaube schon, Martin, dass wir eine ganze Reihe von diesen Substanzen vielleicht ohne große klinische Studien in der nächsten Zeit zugelassen kriegen, denn es gibt ja diese Datensicherungsprogramme sozusagen im Sinne der Systemmedizin, wo wir auf dem Boden von hypothetischen oder auch bewiesenen Überlegungen der pathophysiologischen Ähnlichkeiten zu Erkrankungen, bei denen bestimmte Substanzen eingesetzt werden, jetzt schließen dürfen, dass die bei den seltenen Erkrankungen mit ähnlichen pathophysiologischen Mechanismen auch wirken können und auf diese Art und Weise den ganzen Zulassungsprozess unglaublich beschleunigen werden für die seltenen Erkrankungen, wo wir sonst niemals 300 Patienten mit ganz bestimmten seltenen Erkrankungen, MDA5, Situation Cluster 3, das dauert halt, bis man die kriegt. Und wenn wir das darüber kriegen, dann werden wir von diesen Substanzen viele plötzlich zugelassen haben, aber in ganz anderen Verfahren. Da bin ich ziemlich, ziemlich zuversichtlich. Noch eine Frage, die du sicher lieben wirst aus der Digitalisierung. Wenn du jetzt da die künstliche Intelligenz dazu nimmst und das Wissen über diese ganzen differenzierten Details, wie siehst du da die Rolle dieser Technik in Zukunft? Ich glaube, für die Allgemeinheit wird das kaum noch durchblickbar sein. Spezialisten wie du Aber hier doch sehen natürlich. ganz genau das meinte ich ja. Also das, was diese Ideen, dass man eine pathophysiologische, biochemisch oder zellulär begründete Idee zu einer Erkrankung hat und die im Vergleich mit einer pathophysiologisch zellulären und biochemischen Idee einer Erkrankung, für die eine Substanz zugelassen ist, das kann letztlich nur die KI machen, dass die uns dann sagt, dass das bestimmte Ähnlichkeiten, Gleichheiten oder sonst was hat und dann daraus uns darauf hinweist und sagt, guck mal, dieser Antikörper, der kann dies, aber macht dieses nicht. Da wird kein menschliches Hirn das mehr schaffen können, da kann er noch so scharfe Augen haben. Da brauchen wir die künstliche Intelligenz, die uns das zeigt, aber gleichzeitig eben auch da, wir sind ja an so einem Programm beteiligt, von der EU gefördert, von der EULA als Schirmherrschaft, sind wir einer der 6 Zentren in Europa, die jetzt eine KI-gestützte Untersuchung oder Analyse von Patienten starten, die früh in ihrer rheumatologischen Erkrankung vielleicht schwer zu therapieren sind. Und das haben wir alle versucht über die letzten 30 Jahre und da kommt zum Schluss raus, die größte Wahrscheinlichkeit, dass jemand nicht therapierbar ist, ist die hohe Krankheitsaktivität. Da braucht man nicht zum Medizin studieren, das weiß man. Aber mehr kam ja nicht raus aus dem, was wir als Mensch uns überlegt hatten. Aber mit der KI kriegen wir jetzt dann doch die ein oder andere spannende Kombination von Biomarkern, epidemiologischen Markern, Risikofaktoren, wo wir dann zum Schluss vielleicht dann doch sagen können, okay, bei diesem Menschen, bei diesem Individuum ist vielleicht folgendes Molekül das Beste, was wir blockieren können zu diesem Zeitpunkt. Also da bin ich sehr zuversichtlich, dass die KI uns da leitet. Wir müssen nur verstehen und aufpassen, dass die KI uns nicht
vollständig in die Hand nimmt und uns das vorgibt, was wir tun. Letztlich noch Medizin und nicht Robotik. Und ich glaube, da müssen wir immer noch, das weißt du ja, wie wir da zusammen auch gleichzeitig auch die gleichen Ideen haben, dass man als Arzt und Ärztin sicherlich sehr gefordert ist, die KI-Vorgaben auch zu interpretieren. Aber ich glaube, die KI wird besser und besser und wird uns leiten und helfen. Das geht anders gar nicht mehr. Und wenn sie uns dann die Zeit generiert, die wir bisher nicht haben, um mit den Patienten reden zu können, ist es wiederum wertvoll. Denn dann können wir das Absolut. transportieren, was wir lesen können. Hendrik, vielen herzlichen Dank für diesen Fortschritt durch die kommende Medizin. Ich glaube, an dem Punkt können wir jetzt mit den Inhalten aufhören. Dir ein schönes Wochenende. Das danke, dass du den Vortrag heute nach der Veranstaltung nochmal übernommen hast. Ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende.